Es begrüßt Sie, Wolf Fuß, und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Hallo Wolf, es fühlt sich richtig großartig an hier am Mikrofon. Ich bin voller Erwartungen für dieses spannende Spiel. So wird die Aufstellung der beiden Teams aussehen. Was meinst du, Hansi Küpper? Ich glaube, dass beide Mannschaften taktisch und auch körperlich richtig gut drauf sind. Was sie am Ende vielleicht brauchen, das ist das Quäntchen Glück. Los geht's! Cutlets. Und er findet den Adressaten. Der Pass kam genau richtig. Ein ganz langer Pass, trotzdem in den Fuß. Das war keine Abseitsposition, das war die Großchance. Und die lässt er liegen. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Versucht die Gasse zu finden. Da kriegt er den Ball. Weiter Schuss aufs Tor. Der Abwehrspieler war da als letzter dran. Da kommt die Flanke. Jetzt müsste es mal schnell gehen. Mariano. Hier ist Sackgasse. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Zieht aus der Halbdistanz ab. Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Ne, der ist weg. Ein übles Foul. Freistoß. Die Gelbe war mit Ansage. Das war schon zu Beginn zu sehen, dass er aus der Nummer nicht heil herauskommt. Und jetzt muss er aber mal ganz fein die Füße stillhalten in den nächsten zwei Kämpfen. Er schlägt ihn rein. Oh, da kommt er noch dran. Da steckt zu wenig Plan dahinter. Sie dreschen die Bälle einfach raus. Der Ballverlust ist vorprogrammiert. Gutes Stellungsspiel. Jetzt eventuell der Gegenstoß. Da hat er den Überblick. Der Ball kommt in die Mitte. Ein langer Schuss. Ein Monsterding, aber nicht platziert genug. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Und jetzt Nguemo. Fünf Minuten haben wir noch auf der Uhr, es steht unentschieden. Sané. Versucht weiterzukommen. Er steckt ihn durch. Er schießt. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Also ich möchte heute nicht unbedingt Stürmer sein. Das Spiel eigentlich okay, aber vorne passiert zu wenig.
Ein torloses Remis nach Durchgang 1. Hoffen wir auf das ein oder andere Türchen in der zweiten Hälfte. Die Tür ist offen. Die Situation ist bereinigt. Cutlets. Der Schiedsrichter ahndet dieses Foul und gibt Freistoß. Ah, da muss der Ball besser kommen. Gut gemacht, gut verteidigt. Muss den Ball nach vorne bringen. Wohin mit dem Ball? Durch die Abwehr. Nein, der kommt nicht durch. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Langer Pass vor. Jetzt sind fast 75 Minuten vorbei. Ecke. Versucht ihn nach innen zu spielen. Und wieder Ecke. Da schnappt er sich den Ball. Den Kafala. Er bekommt den Pass in guter Position. In 5 Minuten laufen. Ja, und er verliert ihn. Wilde Aktion. Freistoß. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb und damit ist er gut bedient, denn die Aktion galt nur dem Gegenspieler und nicht dem Ball. Er könnte es von hier aus direkt probieren. Er schlägt ihn in die Mitte. Jetzt ausgeklärt, es geht Eckball. Er bringt die Flanke. Ja, das war's. Der Unparteiische beendet diese Partie. Keine Tore, keine Sieger, kein Aufregendes. Thank you.